Hi. Komet, was heißt das eigentlich? Für die einen dies, für mich Kommunikations- und Organisationsmanagement erfolgreich trainiert. Und was der da mit dem Thema zu tun hat, das erfahren wir später. Und für mich ist das gerade eine ganz neue Perspektive. Denn gerade stand ich noch da unten, da wo Sie jetzt gerade sitzen. Und jetzt bin ich hier auf der Bühne. Und ich frage mich gerade, wie sich wohl Neil Armstrong gefühlt hat, als er 1969 den Mond betrat und erstmals auf seinen Heimatplaneten, die Erde, blickte. Das war ein kleiner Schritt für ihn und ein großer Schritt für die Menschheit. Und manchmal sind es diese kleinen Perspektivwechsel, die eine große Veränderung bewirken. Und damals ahnte er noch nicht, was ein Jahr später passieren sollte. Die Apollo-Mission 13 war unterwegs. Die Rakete startete ins Weltall, die Astronauten waren an Bord und plötzlich explodierte ein Sauerstofftank. Das Leben der Astronauten war bedroht. Die Ressourcen in der Raumkapsel waren mehr als beschränkt. Und die Kommunikation mit der Basisstation konnte natürlich auch nur verbal stattfinden und musste eine ganz andere Qualität bekommen. Es durften keine Missverständnisse entstehen. Und plötzlich reichte die Fachkompetenz alleine nicht mehr aus. Es waren mit Sicherheit die Besten der Besten unten in der Basisstation vorhanden und auch in der Raumkapsel saßen die besten Astronauten, die man finden konnte. Also die Fachkompetenz war da. Und nun war die Frage, wie konnte man aus den vorhandenen Ressourcen, die an Bord waren, etwas bauen, um die Sauerstoffversorgung an Bord zu gewährleisten und damit das Leben der Astronauten zu retten. Und aus meiner Sicht sind es drei Säulen, die am Ende das Leben der Astronauten gerettet haben. Einmal die Kommunikationskompetenz. Also wie muss ich kommunizieren, damit die Ideen, die unten am Boden erarbeitet wurden, auch so bei den Astronauten ankommen, damit sie es durchführen können, um ihr Leben zu retten. Und das zweite Thema ist die Kreativität. Also was habe ich zur Verfügung, um etwas Neues entstehen zu lassen, damit ich das Leben der Astronauten retten kann? Also das erfordert schon etwas mehr, als nur über den Tellerrand zu blicken. Das ist über den Tellerrand, drunter her und hinten wieder zurück. Also das ist eine ganz andere Perspektive, die man da einnehmen muss, um dieses riesige Problem lösen zu können. Und als dritte Säule das Selbstmanagement, die Potenzialentfaltung. Ja, okay, Potenzialentfaltung, Sie sind alle in Ordnung, Sie müssen im Prinzip nichts an sich ändern. Es geht mehr darum, wie gehe ich mit so einer Ausnahmesituation um? Das Stresslevel ist ja extrem hoch. Das erfordert schon eine unglaubliche mentale Stärke, wenn man nicht weiß, ob man jemals wieder lebend zurück auf die Erde kommt. Und da ist natürlich eine große Potenzialentwicklung und Selbstentfaltung vonnöten. Und was hat das jetzt mit der Zahntechnik zu tun? Die Zeiten haben sich geändert. Wir befinden uns mitten in der Digitalisierung. Also es ist schon da, wir sind mittendrin. Wir stehen nicht nur kurz davor. Und welche Ressourcen haben wir zur Verfügung? Welche Ressourcen nutzen wir, um daraus Neues zu erschaffen? Früher kann ich mich noch daran erinnern, da wurde modelliert. Wir haben angestiftet, eingebettet, gegossen. Und am Ende hat die Brücke möglicherweise gewippt. Bei Implantatversorgung, Sheffield-Test, hat das wirklich bleitot gesessen. Es ist heute viel einfacher geworden. Wenn wir die Strukturen, die Modelle scannen und darauf eine Konstruktion generieren, designen und fräsen, sei es nun aus Metall, Zirkoniumdioxid oder was auch immer, das sitzt, das passt einfach.
Es ist einfacher geworden. Und manchmal ist es da vielleicht auch so, dass das Problem vor dem Computer sitzt. Also ich selbst habe es oft erlebt, dass ich einfach auch einen Fehler gemacht habe. Und die Zeit läuft. Wenn wir jetzt nicht was tun, wenn wir uns jetzt nicht verändern, dann werden wir verändert. Denn die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Auch wenn ich selbst als leidenschaftlicher Zahntechniker und Keramiker weiterhin gerne individuelle Restaurationen schichte, möchte ich mich trotzdem mit der Digitalisierung auseinandersetzen und kreativ darüber nachdenken, wie kann ich diese neuen Möglichkeiten in meinen Arbeitsalltag und meinen Workflow integrieren? Das ist doch die Frage, die man sich stellen kann. Und was sind in Zukunft die Schlüsselqualifikationen, die vonnöten sind? Es sind halt diese drei Säulen. Es ist die Kommunikationskompetenz. Wie müssen wir mit der Zahnarztpraxis als Zahntechniker, wie müssen wir im Team innerhalb des Labors oder der Zahnarztpraxis miteinander kommunizieren, um in Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein? Es bedarf da eben auch anderen Methoden und anderen Techniken. Vielleicht einfach mal mehr fragen und weniger sagen, um mein Gegenüber auch zu verstehen oder das Patientenbedürfnis zu eruieren. Habe ich den Patienten verstanden? Höre ich mir das an oder höre ich zu? Wo bin ich in der Kommunikation mit dem Patienten? Wenn ein Patient sagt, ich möchte weiße Zähne, dann kann ich sagen, alles klar, ich weiß Bescheid, ich mache Ihnen weiße Zähne. Möglicherweise ist das aber nicht die Vorstellung vom Patienten von weißen Zähnen, die ich habe. Und um das abzuklären, muss sich die Kommunikation einfach verändern, auch im Team, innerhalb des Teams. Wie sprechen wir so miteinander, dass Arbeitsabläufe auch so durchgeführt werden, dass am Ende das Ergebnis da ist, was wir haben wollen? Und es ist eben die Kreativität. Also wenn zum Beispiel eine gescannte Struktur, ein gescanntes Modell und das darauf konstruierte Gerüst vielleicht dann doch nicht passt, dem Sheffield-Test doch nicht standhält, dass man dann kreativ gemeinsam im Team überlegt, wo liegt der Fehler, was können wir verändern, was können wir besser machen, um zum Erfolg zu kommen. Denn es ist ohne Zweifel möglich, mit den neuen Techniken zum Erfolg zu kommen. Und die dritte Kompetenz, die dritte Schlüsselqualifikation, die wichtig ist, ist das Selbstmanagement. Also wie kommuniziere ich mit mir selbst? Welchen Überzeugungen setze ich auf? Also wie gehe ich auch mit meinen Kunden und den Patienten um? Ist der Patient schwierig, grundsätzlich? Oder frage ich mich, was empfinde ich jetzt gerade in der Kommunikation mit dem Patienten als schwierig? Und wie kann ich es lösen? Was muss ich für Fragen stellen, um herauszufinden, was den Patienten jetzt gerade stört oder auch den Behandler? Und das sind die drei Säulen, die drei Schlüsselqualifikationen, die aus meiner Sicht in Zukunft besonders wichtig sind. Nehmen wir mal ein Beispiel. Kommen wir zu diesem, unserem Freund vom Anfang zurück, den Hai. Wie können wir den Markt aktuell beschreiben? Viele bemühen da das Bild des Hais und sagen, das da draußen ist ein Haifischbecken. Die Märkte werden gerade neu aufgeteilt. Da müssen wir kämpfen, wir müssen uns durchbeißen, sonst werden wir gefressen. Möglicherweise haben Sie das schon mal gehört. Aber welches Mindset steckt denn dahinter? Wie muss ich denn die aktuelle Situation begreifen, um so zu denken? Sieht derjenige sich als kleiner Fisch, der vom Haifisch gefressen wird? Und wie ist es, wenn man einfach mal die Perspektive ändert und sich fragt, was ist denn eigentlich, wenn sich der Haifisch seiner Lebensgrundlage beraubt und alle kleinen Fische gefressen hat? Wie kann er dann weiterleben? Und umgekehrt, bin ich der Hai, der sich wirklich seiner Lebensgrundlage berauben möchte? Wie wäre es, wenn wir über den Tellerrand schauen, drunter her und nochmal drüber? Wie wäre es denn, wenn wir uns als das Wasser sehen? Wie wäre es, wenn wir uns in diesem Haifischbecken als Wasser sehen? Ohne das Wasser kann der Haifisch nicht leben. Gleichzeitig bedrohe ich den Haifisch aber nicht dadurch, dass ich Wasser bin.
Der Haifisch atmet durch das Wasser, er verarbeitet das Wasser in Sauerstoff und kann dadurch leben. Gleichzeitig gebe ich ihm was und gleichzeitig ist mein Dasein aber auch berechtigt. Und das ist vielleicht eine Denkweise, ein Mindset, was in Zukunft zum Erfolg führt und die Zusammenarbeit fördert. Dann können wir auf Augenhöhe gemeinsam in die Zukunft gehen und uns wieder auf das besinnen, was ja eigentlich wichtig ist, nämlich der Patient. Das Wohl des Patienten. Wir wollen doch die besten Lösungen für die Patienten erwirken. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg und das ist die Art und Weise, wie wir die Digitalisierung mit einbeziehen in unsere tägliche Arbeit. Und so sieht die Zukunft aus. Rosig. Wenn wir das beherzen, wenn wir an uns selbst arbeiten und selbst weiterentwickeln, miteinander sprechen, Teams organisieren und kreativ mit den Herausforderungen umgehen. Dann können wir unsere Ziele erreichen. Und die Ziele sind ja alle individuell. Für den einen ist es mehr Geld, für den anderen ist es mehr Zeit. Der eine fühlt sich erfolgreich, wenn er früher aus dem Labor oder aus der Praxis gehen kann und seinem Hobby nachkommt. Für den anderen ist es Erfolg, wenn er mehr Geld erwirtschaftet als im Jahr davor. Und so sind die Ziele ganz individuell. Fassen wir nochmal zusammen. Kommunikationsmanagement, individuelle Kreativität und das Selbstmanagement. Das sind die drei Säulen, die zum Erfolg führen.